Kapitel 16. Die Stimme im Sturm. Das Licht durchzog den gesamten Raum. Kein normales Auge könnte im grellen Licht Bewegung vernehmen. Doch Bewegung war es, die geschah. Als laute Geräusche durch den Saal drangen und das Licht begann aufzublitzen. Und als endlich alles schwand, bot sich ein neuer Anblick. Trikephalo war geschwunden. Oder vielmehr war er kein Trikephalo mehr. Die Stimme des Lebens im Weltenbaum des Sturmes. Ein Wesen, welches sich sterbliche Pokémon nicht vorstellen können. Ein Bote lange vergessener Zeiten. Aber all dies weiterhin in einer Form, welche zumindest zu verarbeiten war für ein normales Pokémon. Und doch war es eine imposante Gestalt. Von güldenem Licht umgeben, bot sich eine schneeweiße Gestalt mit grünen Augen. In ihrer Form war sie wie eine Art Löwe, ein Luchs wohl eher, mit einem blauen Bauch und einer rötlichen Mähne am Kopf. Zudem Flügel am Rücken. Im güldenen Licht schien sich teilweise auch ein eigenartiger Ring um den Bauch des Monsters zu zeigen, welcher jedoch in diesem eher schwand, als wahrlich sichtbar zu sein. Alles, was sich am Körper sonst noch darbot, waren lilane Markierungen und Blitze, welche aus dem nicht vorhandenen Fell entsprangen. Ihr seid unzählige Schritte auf eurer Reise gegangen. Viele von ihnen physisch, andere metaphorisch. Aber der letzte Schritt, den ihr getroffen habt, war einer zu viel. Eure Reise war eine ehrenvolle. Niemand könnte euch dies je absprechen. Aber es liegt ebenso an euch zu erkennen, wann solch eine Reise endet. Ihr mögt kräftig sein, aber es gibt euch nicht das Recht oder die Kraft, dem Schicksal zu widersprechen. Und für das Überrecht des Schicksals stehe ich nun ein, denn ich bin ein Splitter seines Selbst, ein Wächter, der aus alten Zeiten kam. Ich bin die Stimme des Sturmes, und mit der Macht des Solchen werde ich euch richten, ihr Wirren, die dem Schicksal trotzen wollt. Ihr Sterblichen müsst lernen, dass niemand über uns steht. Eure Wünsche, Träume, Ängste, Hoffnungen, sie haben keinen Wert. Ihr könnt hoffen, dass das Schicksal ihnen übereinstimmt oder akzeptieren, dass sie niemals wahr werden. Falls die Nachricht immer noch nicht angekommen ist, uns ist scheißegal, was du für eine Scheiße redest. Denkst du, dass eure Ignoranz das Ewige schmerzt? Die einzigen, die durch sie leiden werden, seid ihr. Macht euch bereit, den Sturm zu spüren, welchen ihr durchqueren wolltet. Graue Wolken begannen an der Höhlendecke aufzuziehen. Auch Wind zog auf, als wären die Pokémon gar nicht in einer Höhle, sondern inmitten auf einem Feld, dem Wetter ausgesetzt. Dem Sturm. Was Trikephalo hier geworden war, mithilfe dieses seltsamen Lichtes, welches scheinbar die Kraft des Schicksals selber war, war anscheinend ein Abbild des Weltengeistes, dieses Weltenbaums. Für das Schicksal wirkten wohl selbst die Weltengeister, nur wie Untergebenen. Wie konnte eine Kraft nur so arrogant sein, an die Flamme nicht einmal glaubte? Als auch Regen begann zu stürzen, griff er wieder an. Was sollten sie sonst tun?
Sich zurückziehen? Nein. Auch wenn der Feind nun scheinbar an Macht gewonnen hatte, würden sie ihn zerstören. Mit Flamme mischten sich auch seine Begleiter nun wieder ein, während die Stimme des Sturmes zunächst bloß dastand. Während der Sturm stärker und stärker wurde. Während Hiebe schier wirkungslos einprasselten. Inzwischen war der Wind stark genug, um bloßes Stehen zu erschweren. Der Regen erschwerte jede Sicht und ließ ganze Wasserfälle vom Kampffeld hinab in die ewigen Schluchten dreschen. Erst als der Sturm seinen Höhepunkt zu erreichen schien, öffnete die Stimme wieder ihre Augen. Und schien sofort eins mit dem Regen zu werden, um sich zu bewegen. Im selben Moment begannen auch Blitze aus den Sturmwolken herabzuschießen, welche in den überfluteten Boden einschlugen, durch welchen sich ihre Schlagkraft über das gesamte Feld verbreitete. Nur zwei Pokémon mussten sich hierüber nicht viele Gedanken machen. Latira, die keinen Kontakt mit dem Boden hatte, und Funkenherz, deren Element die Blitze waren. Dies hieß aber gleichermaßen nicht, dass der Sturm nicht auch ihr einen Nachteil brachte. Denn sie konnte zwar an sich immer noch kämpfen wie zuvor, doch nutzte auch sie Elektrizität und würde sie diese nun nutzen, so würde auch sie den gesamten Grund damit schocken und vermutlich ihren Freunden mehr schaden als ihrem Feind. Latira hatte als einzige keine Nachteile, mit denen sie zu kämpfen hatte. Abgesehen von der simplen Sicht, die der Regen erschwerte und dem Feind, welcher sichtlich stärker war. Und natürlich schwächte es auch sie, wenn ihre Mitstreiter Handicaps erfuhren. Der Sturm ist ein Element. Etwas, das nicht jeder wahrlich versteht. Manche sehen in ihm bloß Zerstörung. Bäume werden aus dem Grund gerissen. Blitze entflammen die Natur. Nichts als die Tobsucht der Natur sind Stürme. Doch wer den Sturm wahrlich lebt, der kennt auch seine anderen Seiten. Auch die Natur höchst selbst. Sie lebt. Und für sie ist der Sturm unabdingbar. Unmengen an Energie setzen sich frei, wie ein Zorn, welcher herausgelassen werden muss. Denn je länger man ihn innehält, desto brutaler wird er am Ende. Der Sturm entfesselt Zorn. Doch nicht nur das, er entfesselt ihn befreiend und als Omen. Der Sturm wird toben, die Pokémon ruhen. Und sobald er endet, wird die Sonne wieder scheinen. Oft redet man von der Ruhe vor dem Sturm. Doch jene Ruhe nach ihm ist die wahrlich bedeutende. Zudem ist der Sturm eine Kraft des Gleichgewichts und der Bereinigung. Wenn ein Sturm den Baum entwurzelt, so ist es die Schuld der Pflanze. Denn der Forst braucht mächtige Eichen, Kiefern, Birken, Tannen, mächtige Bäume jeder Sorte. Auch der Mond braucht den Sturm, denn manchmal muss auch er nachts ruhen, wenn die Wolken sein Antlitz denn verdecken. Auch die Meere füllen sich, wenn der Regen denn so prasselt, die Meere, welche der Mond mit sich führt. Auch die Schatten, sie brauchen den Sturm, wenn die Wolken ihre schaffen, wenn die Blitze ihre schaffen. Wenn die Pokémon im Inneren des Heimes Ruhe suchen. Komfort in der Dunkelheit. Eine Wohligkeit im oft Verruchten. Bloß das Sternenlicht. Alleine es will scheinen. Ununterbrochen von dunklen Wolken. Und jener Sturm wurde nun personifiziert. Von einem Boten des Schicksals. Ein Kampf, in welchem nahezu jeder machtlos wirkte. Um den Sturm zu verändern, Blitze zu schießen, auch selber anzugreifen. Hierfür brauchte die Stimme Momente, in denen sie nicht mit dem Regen verschwamm,
Momente, in denen sie für jeden angreifbar war. Doch bloße Krallenhiebe, bloße Blitze schienen nicht einmal die Haut der Stimme durchdringen zu wollen. Alleine Latira war es, die relevant vorgehen konnte. Und für die größte Effizienz müsste sie hierbei ihre ganze Kraft nutzen. Jene Kraft, welche den Emotionen innewohnt. Und so sehr das Ion-Pokémon sich nicht selber vertraute, wenn es um diese Macht ging. Einen Weg drumherum gab es auch nicht. So nutzte sie den Zorn, den Hass, wenn sie denn zum Angriff kam. Und wenn sie es denn wahrlich schaffte. Wo im Rad der Emotion war der Hass? Es wäre einfacher, wenn nicht manchmal Positionen tauschen würden oder dem Drachen manche Emotionen bei der Wahl fehlten. Und wenn sie zögerte, dann war der Gegner schon wieder weg, bevor sie traf. Nur weil sie theoretisch diese Option des Kampfes hatte, war sie noch lange nicht einfach umzusetzen. Und dann noch das Timing. Immer fühlte es sich an, als wäre das Timing gerade falsch. Heilende Kräfte nutzte sie immer, wenn gerade ein Blitz auf sie einschlug. Den Zorn in dem Moment, in dem der Gegner wieder schwand. Geschwindigkeit nur, wenn der Feind ohnehin nahe war. Es war einfach alles zu viel, gerade wenn man nebenbei noch auf einen Kampf achten sollte. Und diesen Kampfstil sollte einer der größten Feinde gemeistert haben. Alleine die Mentalität, die man dafür bräuchte. Funkenherz machte sich zwar nicht schlecht, aber niemals würde sie den Kampf in wenigen Wochen oder vielleicht sogar Tagen bis zur letzten Schlacht meistern. Insofern eine solche Schlacht überhaupt geschehen würde. Denn dazu müssten sie erst einmal an der Stimme des Sturmes vorbei. Noch dazu wurde der Regen bloß stärker. Selbst die Strömung am Grund schien inzwischen Probleme zu erzeugen. Vor allem bei Flamme, der nun einmal das kleinste Pokémon der Gruppe war. Und wenn nur knapp, und noch dazu ein Feuertyp. Und Latira wusste selber genau, warum sie so sehr auf das Vulpix schaute. Auch wenn es sie vom Kampf ablenkte. Denn während dieser sich gegen den Strom stemmte, durchfuhr ein heftiger Windstoß den Kampfsaal und kostete Flamme das Gleichgewicht. Sofort schoss Latira hinterher, als das Vulpix über die Kante des Schlachtfeldes hinweg taumelte. Flamme hingegen konnte gar nicht wirklich verarbeiten, was gerade geschah. In jenem Moment, in welchem er die Kante übertrat, schien die gesamte Welt um ihn herum aufzublitzen. Vor seinen Augen zeigten sich tausende Szenen, tausende Wesen, so viele Dinge. An so vielen Stellen konnte er Zoroark erspähen, an allen möglichen Orten, die sie gemeinsam bereist hatten. Doch oft war es auch er selber, den er sah. Alleine, inmitten in der Nacht im Labyrinth in dieser Welt. Manche der Bilder waren ihm auch völlig fremd. Waren sie Visionen? Hatten sie überhaupt eine Bedeutung? Stammten sie vielleicht von Inferno? All diese Bilder schienen zu schwinden, als sich vor dem Auge des jungen Vulpix nur noch eines zeigte. Die Welt war nun völlig erschwarzt. Flamme wusste nicht, ob er noch stürzte, ob er tot war, ob er träumte. Alles, was er vor sich sah, war ein eigenartiges Wesen. Blutrotes Fell und viele Schweife waren nur Nebensache. Der Augenfang des Wesens waren zwei riesige, bunte Flügel und die orangenen, leeren Augen, welche dem Vulpix in die Seele blickten. Die Flamme wird erlöschen. Schon bald. Das Wesen drehte sich weg und verschwand im nächsten Moment im Nichts. Als jenes grelle Licht, das danach aufblitzte, verebbte, fand sich Flamme wieder auf der Kampffläche, wo Latira ihn gerade absetzte, bevor sie sofort ihre Hassemotion aktivierte und zurück in den Kampf stürzte. Die Flamme wird
erlöschen. Wer zur Hölle war dieses Wesen, um zu behaupten, dass Flamme seiner Aufgabe nicht gewachsen war? Obwohl, war dieses Wesen überhaupt echt? Es fühlte sich so an. Zumindest fühlte sich Flamme, als würden die Worte tief in ihm resonieren. Und Feuer zum Brennen bringen. Er war auserwählt. Er würde nicht erlöschen. Wieso sollte er auch? Wegen dieser Stimme? Für wen hielt ihn dieses Wesen? Flamme war doch gerade an seinem höchsten Punkt. Er war nie stärker gewesen, nie strategischer. Er hatte auf dieser Reise nichts verloren, nur gewonnen. Kurz verlor Flamme im strömenden Regen Sorak aus den Augen. Panik durchzuckte den Körper des Vulpix vollkommen. Nur für wenige Sekunden, denn nach diesen erblickte er das Sorak erneut in der Nähe des Feindes. Warum fühlte sich diese Welt gerade wie ein Feind an? Um all die Gedanken und Bilder loszuwerden, stürzte sich Flamme ohne Rücksicht auf Verluste auf den Feind, welcher gerade wieder an einer Stelle erschienen war. Nicht bereit für einen derart rücksichtslosen Hieb, wurde die Stimme getroffen und verwundet. Und es war gerade erst der Anfang. Denn im kurzen Moment des Schocks griff Latira, die die Situation erkannte, sofort mit Draco-Meteor an. Und auch dieser Angriff war mächtig und traf das Ziel direkt. Doch noch war es nicht mächtig genug. Im Gegenteil, der Hieb ließ Latira weit offen und extrem verwundbar. Während die Stimme sich sofort zu erholen schien und zum Angriff überging. Dieses Mal kam der Angriff mit bloßer Kralle, geladen mit der Kraft tausender Blitze, ausgeführt mit selbiger Geschwindigkeit. Der Drache wurde getroffen, ohne Chance zur Gegenwehr, stürzte zu Boden nahe der Kante des Kampffeldes. Noch hatte die Stimme aber nicht genug. Sofort stürzte sie noch einmal los, mit selbigem Angriff auf dieselbige Feindin. Sofort reagierte Funkenherz, eher aus Instinkt als aus Bewusstsein, wollte ihrer neuen Freundin zur Hilfe eilen. Ein eigenartiges, rotes Glühen schien das Luxio zu umgeben, als sie mit Eiszahn auf den Feind lossprang und einen Angriff von unsagbarer Macht traf. Der Feind, geschaffen aus Regen und aus Wolken, gefror im Moment des Treffers sofort zu Eis und zerbarst Sekunden später in güldenem Licht zu Splittern. Der Wind stoppte, die Wolken schwanden. Erneut wurde die Sicht klar. Im Angesicht der Lage raffte sich Latira erfreut wieder auf. Auch Funkenherz selber erkannte bereits, was geschehen war. Habe ich gerade einen Emotionsangriff gemacht?